den St. Karfreitag aus der evangelischen Stadtkirche in Biedenkopf und aus der evangelischen Kirche in Eckelshausen. Heute ist Karfreitag, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Rechts von mir sehen Sie eine Wand aus Stein, eine kleine Mauer, eine Art Klagemauer. Wir beklagen den Tod Jesu. Im Johannesevangelium steht im 3. Kapitel der Wochenspruch: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, das ewige Leben haben. Amen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Himmel und Erde hat er gemacht, Bund und Treue hält er, und er ist und bleibt an jeden seiner Geschöpfe barmherzig zugewendet. Amen.
500 Jahre vor Jesus, liebe Gemeinde, hat der Prophet Jesaja folgende Worte aufgeschrieben, die ich Ihnen jetzt auszugsweise vorlese. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie viele sich über ihn entsetzten, so werden viele Völker über ihn erstaunt sein, sodass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten werden. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein zerbrechlicher Spross, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. So unmenschlich entstellt war sein Aussehen und nicht mehr menschlich sein Anblick. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Für nichts haben wir ihn geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Angst und Gericht haben ihn hinweggerafft. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr fand Gefallen an seinem Zerschlagenen. Er heilte den, der sein Leben zum Schuldopfer gab. Er wird Nachkommen haben und in der Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Trotzdem wird er am Ende den Sieg davontragen, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, dafür, dass er die Sünde der vielen getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Wer war dieser Mensch, dieser elende Mensch, von dem erzählt wird, er sei der Allerverachtetste und Unwerteste gewesen? Auf der Suche nach einem Bild, um dieses Elend zu beschreiben, fällt Jesaja nur ein kümmerlicher Spross ein, gepflanzt auf kargem, unfruchtbarem Boden, armselig, ohne Chance, sich je zu entfalten. Und einsam muss er gewesen sein, so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg, mit Schmerzen geplagt, außerdem von Krankheit geschlagen, und doch kam kein Wort der Klage über seine Lippen. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Und dann wird noch etwas Merkwürdiges von ihm erzählt. Er war nicht einmal schuld an seinem Elend. Es war unsere Krankheit, die er getragen, und unsere Schmerzen, die er auf sich genommen hat. Welcher Mensch kann das aushalten, frage ich mich. Wer ist dieser armselige Mensch gewesen? Es bleibt ein Geheimnis, liebe Gemeinde. Jesaja nennt ihn nur den Gottesknecht, nicht mit Namen. Aber wenn Sie sich das Bild des gekreuzigten Jesus vor Augen malen, dann verstehen Sie sicher, warum schon die allerersten Christen sagten,
Das ist genau das gewesen, was Jesus erdulden musste. Jesus ist der Gottesknecht. In jedem Satz von Jesaja, in jedem seiner Worte, finden wir Jesu Schicksal beschrieben. Und richtig, am Ende war Jesus ja wirklich für nichts mehr geachtet. Von seinen eigenen Freunden verraten und verkauft, den Soldaten ausgeliefert. Petrus wollte ihn nicht einmal mehr kennen. In der größten Not, im Sterben, allein und von fast allen Anhängern verlassen. Wo waren sie, die ihn mit Halleluja und Hosianna begeistert in Jerusalem empfangen hatten? Und Jesus, er ging willig und stumm seinen Weg zu Ende, wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt. Wie konnte es sein, so fragten sich die Jünger, dass er, der solch einen starken Glauben hatte, der eine so tiefe, vertrauensvolle Gottesbeziehung hatte, wie konnte es sein, dass er so schmählich wie ein Schwerverbrecher am Kreuz enden musste? Er hatte das doch nicht verdient. Er hatte doch niemandem Unrecht getan. Wir hätten es doch tausendmal mehr verdient. Schon für die ersten Christen war das ein dunkles, kaum verstehbares Rätsel, warum Jesus so elend hatte sterben müssen. An vielen Stellen im Neuen Testament scheint durch, wie sehr sie damit gerungen haben, diesem so sinnlos scheinenden Tod einen Sinn abzugewinnen. Eine Antwort fanden sie in diesen alten Jesaja-Worten. Wenn es nicht Jesu Schuld war, dann musste es unsere eigene Schuld und Sünde sein, die er freiwillig auf sich genommen hatte. Die ersten Christen, die so erschüttert waren über den Verbrechertod ihres geliebten Herrn, fanden Trost und Frieden in dieser Erklärung. Er ist für uns gestorben. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Jesus, für mich gestorben, vielen fällt es heute schwer, das zu glauben. Ich gestehe, dass ich sehr viel Trost in dieser Aussage finde. Mich spricht sie sehr an. Und wenn ich darüber nachdenke, was mich daran so anspricht, dann fallen mir vor allem zwei Dinge ein. Ich schaue nicht so gern auf diese Seite meines Lebens. Aber wenn ich ehrlich mit mir selber bin, und dann sehe und weiß ich sehr wohl, wie wenig heil mein Leben ist, wie sehr es durch Schuld beschädigt ist. Auch das Leben anderer ist durch meine Taten schon beschädigt worden. Aber zugleich, obwohl ich weiß, dass mein Leben nicht heil ist, habe ich schon oft eine wunderschöne Erfahrung gemacht. Die wunderschöne Erfahrung, dass ich nicht alles selber auslöffeln und abbüßen musste, was ich eingebrockt habe. Vieles, was ich angerichtet hatte, ist gnädig an mir vorübergegangen. Und dass ich die Folgen nicht selbst tragen musste, das war, ehrlich gesagt, eigentlich unverdient. Haben Sie nicht auch schon diese beglückende Erfahrung gemacht? Jemand, der völlig unschuldig ist, tritt bewusst und freiwillig, obwohl er es gar nicht müsste, weil er sie liebt, für sie ein, sodass sie die Schuld nicht tragen müssen. Wenn es das nicht mehr gäbe, um wie viel armseliger wäre unser Leben? Alle Eltern setzen sich so für ihre Kinder ein. Am Anfang, weil die Kinder noch zu klein sind und noch nicht selber für sich einstehen können. Aber auch später noch, aus Liebe. Einfach, weil es ihre Kinder sind. Stellvertretendes Eintreten aus Liebe, das gibt es überall dort, wo jemand sein Leben für andere opfert. Zu Recht berühren uns Balladen, wie zum Beispiel die von John Maynard, in der der Dichter Theodor Fontane eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1841 verarbeitet. Während einer Überfahrt von Detroit nach Buffalo über den Eriesee bricht auf dem Schiff plötzlich ein Feuer aus. John Maynard aber, der Kapitän, hält tapfer am Steuerrad aus, erreicht die 8 Meilen entfernte Küste und rettet so allen Passagieren das Leben. Er selbst jedoch kommt in den Flammen um. Auch Geschichten wie die von Harry Potter, dessen Mutter sich dem tödlichen Fluch Lord Voldemorts entgegenstellt und so sein Leben rettet,
werden von Millionen auf der ganzen Welt gelesen, weil sie uns bis ins Innerste anrühren. Und hier sind wir eben ganz dicht dran an dem, was Jesus für uns getan hat. Aus Liebe ist er stellvertretend für uns eingetreten. Wegen unserer Schuld und unserer Sünde ist der Gottesknecht zerschlagen. Und das Zweite, was mir in den Sinn kommt, ist dies. Wenn ich ehrlich auf mein Leben schaue, weiß ich sehr wohl, dass ich mit meinem Handeln und Reden keineswegs nur Gutes bewirkt habe. Manchmal aus Zorn oder Ärger sogar in voller Absicht jemandem schaden wollte. Einige Beziehungen sind durch das, was ich getan und geredet habe, schon beschädigt worden. Manche sogar für immer zerstört. Im äußersten Fall kann es sogar geschehen, dass durch unsere Fehler andere Menschen so schwer verunglücken, dass ihr ganzes restliches Leben gezeichnet ist, mitunter sogar, dass sie sogar tödlich verunglücken. Natürlich muss der, dem das passiert, die Verantwortung dafür übernehmen und auch eine Strafe abbüßen. Aber damit ist das Unheil, das angerichtet wurde, ja nicht wieder gut gemacht. Wenn ich einen tödlichen Unfall verursache durch zu schnelles Fahren oder weil ich etwas getrunken habe, dann macht auch die größte Strafe den Verstorbenen nicht wieder lebendig. Wie soll man mit so einer Schuld weiterleben? Wir müssten verzweifeln, wenn wir nicht glauben dürften, dass jemand für uns gesühnt hat. Wir müssten verzweifeln, wenn wir nicht hoffen dürften, es gibt Vergebung. Jemand hat das alles auf sich genommen und für uns getragen. Alles das sehe ich in dem Bild des Gekreuzigten. Jesus, der Gottesknecht, der Gekreuzigte, ist deshalb nicht nur ein Bild des Leidens, sondern auch ein Bild für Gottes vergebende Liebe. Und deshalb sagen wir, glaube ich, zu Recht an jedem Karfreitag, Jesus ist für uns gestorben. Gott straft uns nicht für unsere Verfehlungen. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen, auch dieses Jahr wieder. Welch ein Trost, liebe Gemeinde, welch ein Trost. Amen. Wie es mit ihnen weitergeht, die sich Gedanken machen um ihre Angehörigen.
Wir bringen vor dich, Gott, unsere Sorge um das Leben vieler Menschen und der Menschen, die an Corona erkrankt sind. Die Sorge um das Leben der Menschen, die auf der Flucht sind. Unsere Sorge um das Leben der Menschen, die zu wenig zu essen und zu wenig zu trinken haben, deren Leben in Gefahr ist. Wir bringen vor dich, Gott, all unsere kleinen und all unsere großen Sorgen und hoffen, dass du dich ihrer annimmst und dass du die Not wendest. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Auf euch erhebe er sein Angesicht und schenke Frieden.